Bonjour, mes amis. Heute kreieren wir mit Hilfe unseres Dip Trays eine wunderschöne klassische French Maniküre. So kann man sich wirklich ganz, ganz einfach salonschöne Nägel von zu Hause aus machen. Los geht's. Zunächst müssen wir mit gut vorbereiteten Nägeln starten. Achte also darauf, dass sie sauber, trocken und fettfrei sind. Danach tragen wir eine Runde Base Coat und Base Powder auf. Jetzt lernen wir etwas von unserem Snow White Powder in unser Dip Tray. Hier bitte darauf achten, dass die Oberfläche eben ist, indem man leicht an die Seite des Dip Trays klopft. Als nächstes tragen wir auf den gesamten Nagel den Basecoat auf und fahren vorsichtig und leicht schräg in das Dip Tray. Man kann hier je nach Eintauchseite entscheiden, ob man eben eine schmale oder eine dickere Smileline möchte. Danach klopfe ich die überschüssige Farbe ganz, ganz vorsichtig ab. Nun ist es Zeit für unsere French-Farbe Rosy. Du kannst entweder den gesamten Nagel in die Farbe dippen oder diese darüber streuen, je nachdem, wie es dir lieber ist. Wiederhole diese beiden Schritte auf all deinen Nägeln und pinsel das überschüssige Puder weg. Achte bei dem Dip Tray nach jedem Finger darauf, dass die Oberfläche eben ist, um eine gleichmäßige Verteilung zu garantieren. Wenn du mit einer Schicht fertig bist, wiederhole das Ganze erneut auf all deinen Nägeln und achte darauf, dass das Weiß genauso schmal wie zuvor aufgetragen wird. Sobald du zwei Schichten French auf deinen Nägeln hast, tragen wir reichlich Activator auf und lassen diesen mindestens 2 Minuten lang trocknen. Jetzt kannst du sämtliche Unebenheiten schön wegfeilen. Und zum Finale tragen wir erneut den Activator auf und lassen ihn ein paar Minuten trocknen, bevor wir 2 Schichten Topcoat auftragen. Voilà, so schnell zauberst du dir eine wunderschöne French Maniküre, total simpel. Merci beaucoup, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wir hoffen, euch gefallen die Produkte genauso sehr wie uns.